Ist gut, ich halte schon die Fresse. Alter, wie eng das wird. Das ist Millimeterarbeit. Aber der Sultan passt durch. Mit dem Wohnmobil werden wir unseren Spaß haben, hier reinzufahren. Mit dem Wohnmobil fahre ich außen rum. So, jetzt hier kurz den Felsen hochfahren, damit wir hier durchkommen. Aber, ja, viel Zeit haben wir nicht gespart, aber YOLO. Hier könnten wir auch wohnen. Hier. An diesem Haus. Hätten wir auch einen Unterstand. Ich fahre mal noch ganz kurz den Berg ganz hoch. Dafür drehe ich aber um, weil es gibt einen kürzeren Weg. Also hier auf dem Haus im Mount auf dem Mount Chiliad. Also wenn ihr schreibt, wo wir wohnen sollen, könnt ihr für das Haus im Wald, könnt ihr einfach Haus im Wald schreiben. Super einfallsreich, ich weiß. Und für das Haus auf dem Mount Chiliad einfach, könnt ihr Haus auf dem Mount Chiliad. Und mal gucken, ob sie auf dem Gipfel des Mount Chiliad auch was ob sie da was gemappt haben. Ansonsten stellen wir da einfach unsere Wohnmobile hin. Aber das hier könnte lustig werden, weil wir werden uns hier jedes Mal das Auto zerdeppern, wenn wir runterfahren. Also ich nicht, aber es gibt solche Leute, die das machen. Die nicht Auto fahren können. Ich kann den Mount Chiliad runter und hochfahren. Weil ich, das ist hier mein Spielplatz. Ich werde in der Freizeit hier ab und zu mal mit dem Sultan hoch und runter ballern. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Weil ich halt übelst gerne Rallye fahre in San Andreas. Generell, wenn ich auf jedem Server, wo ich bis jetzt war, ich habe mir als erstes einen Sultan gekauft, mit dem bin ich dann durch die Wälder und grüne Wiesen und alles durchgeballert. By the way, der Sultan hat schon etwa so genauso viel Kilometer auf der Uhr wie unser Tampa. Ja, den Tampa habe ich halt wirklich nur benutzt, um zum Job zu fahren. Nicht allzu viel sonst. Weil ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich hardcore King of Hill. Okay, das bringt. Ja, ich kann den Berg hochfahren. Ich bin gerade in Dings reingefahren. Ja, ich fahre halt gerne hier ein bisschen Rallye. Ist hier oben was? Nein. Aber ich denke, hier oben werden ab und zu mal ein paar Leute sein. Da vorne ist was. Da vorne ist ein Punkt. Wahrscheinlich irgendein Aussichtspunkt, ja. Wir könnten hier jetzt runterspringen, ne? Aber tue ich nicht. Also, entweder könnt ihr wählen Haus auf dem Mount Chiliad, Haus im Wald oder auf dem Gipfel des Mount Chiliad campieren. Wir werden hier zwar unseren Spaß haben mit runterfahren, aber YOLO. Ich denke, mit der Zeit werden wir einfach nur noch runterspringen. Mit der Zeit können wir dann auch landen. Das ist übrigens der schnellere Weg, ne? Wenn ihr schnell mal den Mount Chiliad hoch oder runter fahren wollt. Hier, das ist zwar ein Geschlängel. Oh, aber ihr seid massiv schneller. Ich habe mal die Zeit gestoppt. Hierfür, wenn ich richtig Power gebe, habe ich etwa eine Minute, zwei, zum Runterfahren. Und auf dem langen Weg habe ich mit einem Sultan etwa 3-4 Minuten, so etwas dazwischen. Also hier habt ihr nicht allzu lange, um hier runter zu ballern. Auf dem anderen Weg allerdings schon. So, ich habe das Auto ja geparkt. Dann könnten wir jetzt zum Wohnmobil fahren. Nein. Lol. Stand das vorhin auch schon da? Ach, wir sind gar nicht hier lang gefahren, ne? This area is by remote cameras. Kennen wir mit dem Sultan? Jetzt nicht. Ich versuche mal da vielleicht nachher mit dem Sultan entlang zu fahren, aber mal gucken. Ja, ich bin Genie, ich weiß. I'm Genius. So, dann fahre ich jetzt zurück zum Wohnwagen.
respawn den Sultan und fahre mit dem Wohnmobil dann zu unserem Haus, wenn ich es finde. Muss mir gerade nochmal den Weg einprägen. Wie man am dümmsten zum hier hinkommt. Also, wir fahren hier über den Fluss. Soweit alles klar. Wir fahren einfach hier diesem Weg entlang. Da vorne ballern wir über die Brücke. Hier übrigens aufpassen, hebt ihr ab und zu mal ab. Oder gerne mal ab, wenn ihr zu schnell seid. So, jetzt ist die Frage, rechts oder links? Links. Ich kenne mich in dem Wald eigentlich ziemlich gut aus, aber jetzt habe ich einen Blackout. Hier rechts. Ja. Hier ist richtig. Dann haben wir hier unseren Baggersee, wo schon ein paar Leute sind, denen ich nicht ins Wohnmobil fahren will. Und dann müssen wir hier lang. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay, alles klar. Hier einfach mal auf die Autobahn. Ist die falsche Seite, ich weiß, aber es interessiert hier auf dem Server eh kein Schwein. Fahren eh alle, wie sie wollen. Und dann können wir hier so. Na, nicht ins Meer springen, bitte. So, und im gleichen Zug können wir mit dem Wohnmobil auch direkt tunen fahren. Sprick. Tau W3. Fahrzeug respawned. Lok 2. Break. Ich habe das Wohnmobil wirklich seitdem wir es geparkt haben nie mehr bewegt. Also es stand die ganze Zeit hier. Seht ihr auch am Kilometerstand, es hat 9,5 Kilometer runter. Packen wir nochmal ein paar drauf. Und fahren zum neuen Wohnort oder Kampierort oder wie man es nennen will. Aber jetzt wird's lustig, weil wir müssen hier den Berg runterfahren. Ah, Moment. Ich will mit dem eigentlich so lange wie möglich am Asphalt bleiben. Wir können ja einfach geradeaus weiterfahren. Können wir nachher. Ups. Nachher kommen wir dann. Moment, ich muss mal kurz die Kurve nehmen. Ja, wir kommen da auch zum Punkt. Ja, wir kommen hier auch dahin. Jetzt können wir einfach hier den hier machen. Nein, noch nicht. Hier vorne können wir einbiegen. Sehr gut. Weil ich will mit dem Gerät hier nicht allzu stark Offroad fahren. Ich weiß, ich nicht die gescheitste Idee, wenn wir dann mitten im Wald leben. Wenn ich mit dem nicht Offroad fahren will. Aber es ist halt nicht das Offroad-Auto. Ich glaube, es hat nicht mal Allrad. Ich habe zwar letztes Mal irgendwas gefaselt von Allrad, aber wir können es jetzt mal testen. Ich glaube aber nicht, dass das Ding Allrad hat. Ich habe immer nur einen Heckantrieb, der ziemlich unterpowered ist. Zu weit. Nein, Quatsch. Was Lava ist? Hier lang. Ist richtig. So. Nein, ich glaube, das Ding hat nur einen Heckantrieb, kein Allrad. Aber, anyway, es zieht ganz gut eigentlich. Wir kommen fast überall durch. So, unser Sultan steht noch hier, ne? Ja. So, ich packe einfach mal hier. Nee, nicht Break. Park. Fahrzeug geparkt, sehr gut. Da nehmen wir das Wohnmobil jetzt mal kurz mit, fahren zur Tuning-Werkstatt, machen da andere Felgen drauf. Ich bin am überlegen, sollen wir Offroad-Reifen drauf tun? Bringt's das? Haben die überhaupt einen Vorteil gegenüber den anderen Reifen, dass die halt Offroad besser sind? Weil es sind ja eigentlich Offroad-Reifen, aber ich glaube nicht, dass die irgendeinen Effekt haben. Belehrt mich eines Besseren, wenn ihr wisst. Schreibt es mir in die Kommentare, ob die Offroad-Reifen wirklich einen Unterschied machen, vom Fahrverhalten her. Ich glaube nicht. Nein. Mist!
Definitiv Heckantrieb. Na, 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 na. Ich reg ab ein bisschen, weil, ja. Es ist Copyright. Nein, jetzt ist die Schwelle hier zu groß. Puh! Weil hier die GEMA sonst ihre Freude hat. Tötet gerade, als hätte ich irgendwie. Oh mein Gott! Irgendwelche Krämpfe. Weißt du was? YOLO! Hat gepasst. Weiter. Hat gepasst. So, nehmen wir das Wohnmobil mal mit. Gehen zur Werkstatt. Erstmal die Heckstoßstange reparieren, die wir gerade zerdeppert haben. Ja, aber ich habe echt gedacht, das wird aufregender, dass wir da runter zu fallen, aber. Stört mich nicht. Onyx wurde wegen Highpicken gekickt. Was habe ich für einen Ping? Einen guten für das, dass ich im Hochladen bin? Ja, ich bin im Hintergrund noch im Hochladen. APB, was seit 3 Stunden im Hochladen ist. Ja. Deshalb kommt APB nicht so oft, weil es einfach so übelst lange braucht zum Hochladen. Keine Ahnung, ja. MTA braucht irgendwie 1,5 Stunden maximal. Und APB halt 3 Stunden. Nein, wir fahren mit dem Wohnmobil ganz normal und anständig. Weil normalerweise fahre ich jetzt auf dem Highway und fahre da die Absperrungen durch und jump so eigentlich zur Tuning-Werkstatt. Aber nicht mit dem. Yep, hat einen Heckantrieb hier, kurzer Drift. War möglich. Guck mal. Du sollst die Tür nicht zumachen. $200, yay. Lock 2? / Lock 2. Tank ist auch bald halb leer. Oder halb voll, je nachdem wie man es nimmt. Aber ich bin kein Optimist. Deshalb ist er bei mir halb leer. Ich will die Dinge da gerne eingeblendet haben. Weil man mit B könnte übrigens die Lebensanzeige und so ausblenden, ne? Für die, die es nicht wissen. Bullerei! Cops! / Eat. Eins, ich esse mal kurz was. So, fahren wir da mal rein. Lol, das Ding kann Hydraulik. Ab. Okay, alles klar, auch Nitro. Okay. Shadow hätten was. Ich pack die Shadows drauf. Kaufen. Ja, mehr kann man auch nicht. Von der Farbe. Wie so was Braunes. Nicht rosa, aber braun wäre ganz nice. Da war doch braun, nicht? Also beige. Passt auch. Das ändert gar nichts. Das auch nicht. Ja, das passt. Das reicht mir. So. So. Fahren wir mal zurück, ne? Ach ne, wir können jetzt zum alten Camp fahren und unseren Tamper holen. Weil den behalte ich ja vorerst noch. Den schenke ich dann meinem Kumpel. Selbst schuld, wenn du mir fürs Auto fährst. Aber die Felgen sehen echt nice aus auf dem Auto, finde ich. Die Bremsen sind nicht das Beste von dem Auto. Also,
Die Bremsen sind auf jeden Fall nicht die Schokoladenseite des Wohnmobils, aber ja, jetzt sind unsere Zinsen natürlich deftig runter. Also Zuschüsse sind 600 Dollar. Zinsen 174. Alter Schwede, ist immer ein Rückgang. Ich hatte vorhin fast 1000 Dollar Zinsen. Jetzt also 800 Dollar habe ich eingenommen pro Payday. Jetzt einfach mal die Hälfte. Naja, dafür zahlen wir keine Miete. Ah, stimmt, wir zahlen jetzt 100 Dollar mehr Fahrzeugsteuer, glaube ich. Weil wir halt drei Fahrzeuge haben. Muss ich den Tamper so schnell wie möglich abgeben. Jetzt haben wir 100 Dollar weniger. Weil, der Crazer, dem werde ich ja das Auto vermachen. Der wird den Tamper kriegen. Er spart sich nämlich auch auf so einen Wohnwagen, dass er möglichst bald zu uns ziehen kann, und damit er halt mir nicht den Tampa noch groß bezahlen muss, weil das hat auch nichts gekostet, das Ding. 750 Dollar auf meiner... Wegen dem verhungere ich jetzt nicht. Jetzt sieht die Farbe wieder anders aus. Das ist Silber. Vorhin hat es so ausgesehen wie so ein leichtes Beige. Naja. Dafür könnten ja das Ding wieder anmachen, ne? Ich habe ja vorhin was ausgeschaltet. Kontrast. Nein, ich lass lieber aus. Passt mir besser. Das finde ich besser so. Sonst ist es überbelichtet. Holen wir kurz unseren Tamper und fahren dann mit dem zum neuen Camp. Ich glaube, ich tanke noch kurz voll für den Crazer. Wird eh ein bisschen Benzin verlieren, weil wir da kurz hinfahren, aber... Die Hinterreifen blockieren, wenn man bremst. Ja. Mal kurz gucken, ob das der Pac-Man online ist. Nein, ist er nicht. Weil eure Autos despawnen, wenn ihr euch ausloggt. Finde ich eigentlich ganz nice. So kann euch kein Schwachmat die Autos klauen. /tau W2. Tschüssi. Ich weiß, die Türe hat eine andere Farbe als das ganze andere Auto. Da haben wir beim Lackieren gefailt. Und ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern, dass wir diese Seitenschwelle rangemacht haben. Aber sie sind dran. Ich glaube, wir haben die nicht rangemacht, aber bin mir nicht ganz sicher. Könnte durchaus sein, dass wir sie rangemacht haben. Ist halt Tuning-Teil, was dann der Crazer mehr hat. Aber das macht das Auto auch nicht schneller. Ich meine, für ein Anfangsauto ist ja der Tampa auch wirklich ganz nice. Also er fährt 160, 180, irgend sowas. Was nicht langsam ist für ein erstes Auto. Und er verbraucht zwar... Wobei verbrauchen sie nicht, ich wollte noch tanken. Na, egal. Er verbraucht zwar ein ganz bisschen Benzin. Aber ich meine, wenn man sich schnell ein günstiges Auto kaufen muss... Oder will. Ich meine, kann man beim Tamper nicht allzu viel falsch machen. So. Und hier möglichst rechts abfahren, weil sonst hebt ihr ab und fliegt durch die Gegend wie so ein Flummiball. Ich baller hier gerne mal durch den Wald, deshalb weiß ich's. Generell, Offroad ist eher so mein Gebiet. So. Den parken wir irgendwie so hier. Nein. Nein, 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 aus. T/park/brake. Damit uns die Karre nicht wegrutscht. Abgeschlossen ist. Hier auch.
So, slash log 3. Und ich werde jetzt ganz... Ich werde jetzt mit euch noch ein bisschen jobben. Ich möchte euch den Farmer... Nein, nicht den Farmer-Job, den hatten wir schon. Den Trucker-Job zeigen. Ich muss noch den besten Weg finden, wie man hier rauskommt. Das muss ich noch finden. Na gut, mit dem Sultan müsste es eigentlich gehen. Ja, Alrad. Sir Pacman hat übrigens auch einen Sultan. Also, der hat auch kein Problem hier. Der Tampa ist ja auch eigentlich ganz gut durchgekommen. Super. Stoßstange im Arsch. Aber ich finde ihn cool. Ihr könnt mir mal schreiben, wie euch der Sultan gefällt oder was ich noch ranmachen soll. Ich mache kein Alien Body Kit dran.